Wir gehen trotzdem zuerst hier rein. Bist du das? Hätte ich fast nicht erkannt. Boah. Guck mal, die Karte kriege ich diesmal früher. Wie nett. So, dich weiß ich, ne? Dich behalte ich diesmal im Auge, vom Gesicht her. Hallo? Wirkt dich nicht so sehr? Du bist nämlich auch noch woanders. Quatsch mal mit ihm hier. Einer von Shinras Soldaten, hä? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Wär doch auch mein Schüler. Hm? Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen? Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her. So, Alicia hat's auch geschafft. Sehr schön. Freut mich. Ja, die Qualität ist schon Hammer. Ich muss ja sagen, Final Fantasy VII, das Originalspiel hatte ich ziemlich spät. Da habe ich auch gerade mal ein Fützelchen davon gespielt. Weil ich hatte es nur ausgeliehen, ja. Und ich hatte aber den Film mir angeguckt. Und muss schon sagen, also der Film, die Qualität, das ist ja... Ja, was Besseres gibt's ja gar nicht. Und auch jetzt hier, das hatte ich eben gerade noch zu meiner Frau gesagt, dass sogar auf die Poren geachtet wird. Oder wenn jetzt so wie von Aris da die Kugel da ins Wasser hat, dass da die Wellen schlagen und so, das ist so mega. Also haben schon im Remake geil gemacht und hier auch wieder. Also Hammer. Guten Tag. Tut mir aufrichtig leid, aber unsere Zimmer sind heute vollständig ausgebucht. Die hat nämlich Shinra... Oh? Bist du das, Cloud? Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hast dich ganz schön gemausert. Ja, definitiv. Sehr schön anzusehen, ja. Ja. Hier war ja nicht. Das erste, was sie ja gemacht hatten, war ja The Spirit in Me, so hieß er, glaube ich, ne? Wo, das war so der erste animierte Film, ganz groß von denen, wo ja auch auf die Haarsträhnen zum Beispiel. Die niebels geachtet wurde, dass sie richtig animiert sind. So wie die Iris und so. Also ich hatte da ein Making-of dazu gesehen und auch viele Kritiken gelesen. Also wenn sie so einen Film machen, ne, dann uhuhu. Mega geil. Hallo, Klötchen, mach die Tür auf. Aus der Stadt machen echt was her. Kein Vergleich zu unserem Dorftrampeln hier. Bei uns gibt's belegte Drohnen nach Hause. Ich würde ja auch gern mit ihm reden, aber nicht rein. Hier wird ja gesagt, das muss ja sicher machen. Blablabla. Kennen wir ja schon. So, und das ist ja Hüllchens Häuschen. Jetzt wissen wir es ja. Kann man sich es wenigstens auch mal kurz vorher mal angucken. Okay, ist schon möglich. Nicht weiter. Okay. Jetzt hier gucken. Hier geht's. Glaube ich, in der Demo nicht ausprobiert.
Immer noch ein. Ach, guck an. Da waren wir gar nicht drin. Ruht euch vor der Inspektion ordentlich aus. Ich muss zum Rathaus, um Sephiroth zu sehen. Okay, geht's ordentlich? Ja, cool. Süßer kleiner Laden. Geste. Ah, einer der freundlichen Helfer von Shinra. Schön, dass Sie da sind. Shinra? Shinra? Ach, jetzt sehe ich's erst. Du bist ja Cloud. Ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Schön, dass ihr feststellt, dass ich Cloud bin, aber irgendwie so ein bisschen mehr an Info. Du warst schon seit so vielen Jahren nicht hier, aber doch wieder erkannt. Wie geht's dir? Was treibst du hier? Mich einfach so, hey, Tötchen. Ach. Die Arme liegen an den Ohren an und die Handflächen zeigen nach außen. Unsere Finger sind gerade wie ein Brett und völlig unter Spannung. Okay. Du bist, als wir gehört haben, dass ihr kommt, haben wir... Jetzt halt hier erstmal noch ein bisschen gucken. Sind auch da. Ja, der scheint es aber hier richtig gut zu gehen. Ne? Auch schon wieder mega geil gemacht von der Pony. Wie hält sich... Du hast da mitgeturnt? Ja, was? Ein bisschen. Kamst du bis an die 10? Okay. Keine besonderen Vorkommnisse. Generell hier gut? Okay. Schade. Schade, okay, dann gehen wir jetzt mal zu Muttern. Wir suchen mal Muttern. Mein Zuhause. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Ja, erzähl ruhig ein bisschen. Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs? Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo, Mama. Schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Hm. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer... Das reicht jetzt aber. War schon heftig. Unheftig, ne? Ja, seine Mutter sieht wirklich eher aus wie seine Schwester, ne? Das ist schon... ganz anderes. Wie war es auf dem Wasserturm? Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich?
Ja, da hat sich der Plumpy auch mal dazu gesellt. Hört man ja sonst nichts von ihm. Wie geht's dir? Spricht sein Name immer noch verkehrt aus. Warte mal. Muss ja eigentlich jetzt hoch. Jetzt gucken wir sie nochmal an. Ich bin der Meinung, wie auch schon in der Demo, dass sie doppelt kassiert. Sie sieht doch identisch aus. Ne? Ne? Siehst du? Die kassiert doppelt ab. Empfangen durften. Davon werde ich mein Leben lang erzählen. Mit Sephiroth auf unserer Seite haben wir nichts zu befürchten. Ich will ja nichts sagen, aber Sephiroth muss ja einen Nippel mit Biergeschmack haben oder so, oder? Dass die so von ihm gehypt sind? War hier dran? Nö. Das sieht doppelt ab. Das ist nicht. Hm? Nur das Beste für dich. Hier auf. Sephiroth ist zur Herberge gegangen. Zum Fotografieren war ich aber leider zu nervös. Okay. Fotografieren warst du nervös. Ich wäre ziemlich nervös, wenn mein Lieblingswolf Mietja neben mir sitzen würde. Dann wäre ich nervös, ein Foto zu machen. Weil ich nicht wüsste, ob er das gut verheißt. Verhielt sich Sephiroth irgendwie komisch, seit wir Nibelheim erreicht hatten. Oh? Ist draußen was? Dieser Landschaft. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Sephiroth. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich. Nacht. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Etwa den Unfall schon vergessen? Das ist doch schon lange her. Ich denke, sie ist jetzt alt genug dafür. Wir warten noch auf jemanden. Jawohl! Hey, hey! Sephiroth, bitte! Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist Zeit. Davon will ich nichts mehr hören. Was soll in Begleitung von zwei Soldaten schon passieren? Tifa! Guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr. Tifa? Führst du uns etwa?
So sieht's aus. Schließlich kenne ich mich hier am besten aus. Kannst jeden im Dorf fragen. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Los jetzt. Oh. Sephiroth, ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tiefer. Ach bitte, nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Da vorne? Danke. Bitte lächeln! Das klingt ja regelrecht spaßig. Eins noch! Das war es auch. Oh. Sorry. Zu Beginn. Der Reaktor steht mitten im Nibelgebirge. Die Luft war genauso kalt, wie ich sie von früher in Erinnerung hatte. Ja, Splitten wissen wir. Ja, das wissen wir auch. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Tifa eigentlich hat sie sogar weniger. Weil wenn man sich das vom Erwachsenen vorstellt, zeigt sie nicht so viel von dem Bein, weil ist ja bedeckt. Und auch die Unterarme sind ja teilweise bedeckt. Ja, die trägt sie halt einen Hut und den Rest frei, also bis zu den Knie. Also, ein bisschen anders. Also, beim letzten Mal war ich ja der Meinung, dass ihr. So. Ja. Jetzt weiß ich, warum Plumpy hier ist. Wer macht den Niki-Ersatz? Ich bin berühmt geworden, weil man hier den ersten Marco-Reaktor überhaupt gebaut hat. Ich habe schon viele Reaktoren inspiziert, aber dieser hier ist zweifellos am schönsten gelegt. Die Landschaft ist beeindruckend. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Ihr bei Soldat habt's echt gut. Seid immer auf Reisen. Reisen, hm? Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert. Die Sicht ist immer noch mega. Ja, das stimmt. Mit den Credits ist es so mit einbauen, ist definitiv besser als ja. Also laufen irgendwie nebenbei, aber registriert so ein bisschen die Namen. Bleib stehen, Sephiroth. Guck mal, wie gut er gehorchen kann. Aber geh nicht so weit vor. Ich dachte, wir haben es eilig. Schon, aber du brauchst dich nicht so zu verausgaben. Davon bin ich weit entfernt. Bin ich diesmal hier? Was du nicht sagst, haben wir ein Glück. Ich nehme mich der Kisten. Okay, Plumpy. Okay. Das ist schon echt genial, ne? Also ich finde ja sowieso die Final Fantasy Teile, also seitdem ich ja die 15 gespielt habe und 15 finde ich von der Qualität her richtig geil damals schon. Dann habe ich ja das Remake gespielt. War ja auch super begeistert von der Qualität. Also man sieht so richtig, wie sie sich von Teil zu Teil immer mehr steigern von der Qualität. Das ist so schon geil. Jetzt von Sephiroth, wie die Haare dann da die Wellen schlagen und so. Das ist so genial. In der Nähe des Dorfes auf. Was jetzt? Das erledige ich.
Bitte, nur zu. Geht klar. Ziemlich schwach. Alles geht. Jetzt. Wahnsinn! Ach was. Mit den Ungeheuern hier wirst du auch allein fertig, oder? Na, was hast du denn gedacht? Ich übernehme, Sephy Ross. Ganz wie du meinst. Gespeicherte Daten, Demo-Version wurde gefunden. Wenn du Demo-Version abgeschlossen hast, kannst du untersuchen, dein Makrowerk nicht überspringen. Nein, ich will nicht überspringen. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.